Da sind wir wieder bei Horizon Zero Dawn. Wir hatten gerade dieses Banditenlager eingenommen. Das brauche ich später noch. Genau, wir müssen auf jeden Fall Heilsachen einsammeln. Eigentlich hatte ich nicht gedacht, dass wir sowas einnehmen können, dass das so funktioniert. Ich habe nur alle Gegner getötet, die hier waren, und dann war es auf einmal unsers. Oder, was heißt unsers? Aber eingenommen und nicht mehr böse auf jeden Fall. Ziemlich cool eigentlich. Rede mit Neil. Den haben wir, glaube ich, befreit. Der war hier. Ich glaube, in einem Käfig. Sie hatte sowas gesagt, wie da ist irgendjemand gefangen. Deswegen ist das wahrscheinlich eine Rettungsaktion gewesen. Sucherin, darf ich mit dir reden? Ja, du darfst. Wer ist denn Neil? Wer bist du? Das ist Händler. Du bist John. Willst du mit mir reden? Welche Ehre. Ja. Ich. Urmutter sei Dank. Ist alles okay? Brauchst du irgendetwas? Ja. Meine Freunde und ich sahen dich die Banditen aus dem Lager jagen. Gut für uns. Sie stahlen von uns, jagten uns durch die Nacht und lachten. Wir sind Ausgestoßene, keine Krieger. Fast ohne Schutz. Woher kommst du? Ihr seid zusammen. Warum wurdest du ausgestoßen? Woher kommst du? Wo kamt ihr denn alle her? Manche von uns haben Jahre das heilige Land durchstreift. Ich selbst. Mein Heimatdorf brannte bei den roten Raubzügen nieder. Ich schäme mich, dass ich es nicht beschützt habe. Aber ich war ein Ausgestoßener, bevor die Kharja kamen. Wie habt ihr euch denn alle hier getroffen? Du fragst dich, warum wir miteinander sprechen, wo es doch verboten ist. Aber was sollen wir schon machen? Außerhalb des Beckens, allein. Es war kein Vorwurf. Ich war selbst ausgestoßen. Verzeih mir. Du kannst ruhig fragen. Ich brachte sie zum Sprechen. Ich sagte, dass wir zum Leben als Ausgestoßene verurteilt sind. Nicht, um hier zu sterben. Ein vernünftiger Ansatz. Das stimmt. Warum wurdest du denn ausgestoßen? Ich war ein Trottel. Ich tat nie, was man mir sagte. Ging nie auf die Jagd, wenn ich stattdessen unterm Baum sitzen konnte. Ich stritt mich immerzu mit meiner Familie, legte mich mit den Kriegern an. Einmal wurde so ein Streit ernst. Ich erwischte ihn. Leider viel zu gut. Er fiel um. Und niemand wollte mir ein Wort für mich einlegen. Ich verdiene das Ausgestoßensein. Du scheinst jetzt ein ganz anderer Mensch zu sein. Das hoffe ich. Schade, dass wir nicht noch mehr erfahren können. Wir sind alle Ausgestoßene, aber wir können nur zusammen überleben. Dieses einst verhasste Lager könnte uns jetzt nützen. Könnten wir hier bleiben, auch wenn es den Gesetzen der Stammmütter widerspricht? Natürlich, unbedingt. Darauf hatte ich gehofft. Du bist eine Inspiration für uns. Vielen Dank. Ja, warum auch nicht? Hier draußen ist doch sowieso nicht mehr irgendwie so richtig Gesetzeskram oder was weiß ich. So, wir verkaufen hier erstmal. Was haben wir denn hier alles? Metallbrand, ich weiß gar nicht. Mehrere, wie viel? Verkaufen wir mal 8. Das mit dem gedrückt halten habe ich irgendwie noch nicht so drauf. Ich weiß halt leider überhaupt nicht, wie viele wir davon so vielleicht brauchen könnten. Aber wir haben ganz oft das Problem, dass ich Sachen einsammeln will und da ist quasi kein Platz mehr. Deswegen ein bisschen was wollen wir schon vielleicht verkaufen. Damit wir auch reichhaltiges Fleisch. Objektherstellung, Geschäfte mit Händlern, Verkauf gegen Metallscherben. Okay, Herstellung könnten wir vielleicht noch irgendwann mal nützlich gebrauchen. Machen wir so. Das haben wir auch noch ganz schön oft. Da machen wir auch mal so. Das ist vielleicht gut zu behalten. Okay, Wurzeln und sowas behalten wir natürlich. Was haben wir denn hier eigentlich noch so? Das hier ist auch schon Schlagscheinglas. Dieses seltene Kristall ist bei Händlern begehrt. Das heißt, wir können das tatsächlich Verwendung nur Geschäfte mit Händlern verkaufen gegen Metallscherben.
Haben wir, wie viel haben wir davon? 12. Ja, dann verkaufen wir doch mal 10. Ich weiß nicht, wofür wir das sonst brauchen könnten. Wächterherz scheint auch nur zum Verkauf gut zu sein, aber wir konnten doch auch irgendwelche Sachen damit herstellen, oder? Also, ich glaube, wir können das sonst vielleicht noch verwenden, um Sachen einzukaufen. Das war, glaube ich, das, an was ich gerade denke. 15, was haben wir da noch? 200 Dings, das sind Pflanzen. Ja, ich glaube, wenn wir hier Waffen kaufen wollen, dann kostet das manchmal was anderes als Metallscherben. Genau, hier zum Beispiel 15 Malohe. Hätten wir jetzt gar nicht mehr. Vielleicht kaufe ich da doch noch wieder Metallbrand. Hatten wir gar nicht so viele. Vielleicht kaufe ich da doch noch wieder Lohe zurück. Wir haben nur noch 5. 15 mal Zünder haben wir noch. Was ist das denn hier überhaupt, was es hier so gibt? Seilwerfer, das haben wir schon. Scharfschussbogen wäre ganz cool. Vielleicht nehmen wir aber mal was Blaues. Die Schleuder benutze ich ungefähr gar nicht. Jägerbogen haben wir, glaube ich, benutzt. Scharfschussbogen. Kristallgeflecht haben wir auch nicht. Ist hier noch irgendwas anderes, was uns vielleicht hilft? Ungewöhnlich. Also ein paar Sachen sehen ja cool aus, ne? Ich weiß auch gar nicht, was unseres kann, was wir jetzt anhaben. Es gibt auf jeden Fall coole Sachen. Was hat der denn noch? Rohstoffe abgefallen und Tränke, Munition. Schatzkisten. Ja, guck mal, da können wir doch wieder die Gratiskiste kaufen. Die können wir überhaupt auch mal. Scherbenspielkiste. Die kostet 10 Scherben. Das machen wir doch mal. Wir können ja mal gucken, was da drin ist. Huch, upsi. Wo ist denn mein Inventar? Ich habe es schon wieder vergessen. Da. Inventar. Oh, nicht Waffen. Wir haben doch hier Kisten. Rohstoffvorrat. Das können wir ja mal... Haben wir da Platz für? Nehmen wir mal alles. Okay, dafür haben wir... So wollte ich das. Was haben wir denn da schon wieder? Grauhabichtlinse. Wieso können wir sowas? Das könnten wir auch mal verkaufen eigentlich, ne? Holz haben wir auf jeden Fall genug. Und Linsen. Okay. Vielleicht können wir dann auch mal ein bisschen Holz verkaufen bei ihm. Das ist wahrscheinlich... Waffen, Rohstoffe, Holz war hier unten auf jeden Fall. Da können wir ja mal ein bisschen was von... Ach so, der ist daran nicht interessiert. Ja, okay. Sonst hätte ich ja glatt gesagt, da könnten wir mal was von verkaufen. Aber wir haben doch auch... Genau, sowas. Davon haben wir aber nur eine, oder? Wo haben wir denn die anderen? Wir haben doch da irgendwas gerade gehabt, was wir schon gar nicht mehr nehmen konnten. Irgend so eine Linse war das doch. Rohstofflinse oder irgendwas. Wo haben wir denn das? Bin ich zu doof? Kann ich das nicht verkaufen? War das sowas? Ha. Bin ich wohl ein bisschen zu doof für, scheinbar. Wie war denn das so? Rohstoffe. Das ist neu. Poliertes altes Amulett. Breitkopflinse, Rohstoff. Da wollte ich gucken. Breitkopflinse. Wo ist das denn? Wenn das ein Rohstoff sein soll. Spezialobjekt. So, was gehört denn das? Das ist doch alles nicht sowas. Oder finden wir das nur woanders? Ja, weiß ich auch nicht, wo wir das finden. Wenn das hier bei Rohstoffen nicht bei ist. Breitkopflinse.
Küstenglasläufer. Keine Ahnung. Dann weiß ich jetzt auch nicht, wo wir es finden. Aber egal. Wir haben uns jetzt lange genug damit aufgehalten. Wir müssen reden mit Neil. Genau, mit Neil sollten wir sprechen. Da ist noch eine Heilpflanze, die nehmen wir natürlich mit. Neil war hier vorne, richtig? Neil war der, den wir vor der Stadt, glaube ich, schon getroffen hatten. Wo ist er denn, der Neil? Versteckt oder so ähnlich. Hi, Neil. Schön, dass du hier bist. Das ist schön. Warum? Nenn es gemeinsame Interessen. Und nenn mich Neil. Sieh mal die alten Felsen. Dort kauert ein Banditenclan. Rüttle an den Felsen und sie kriechen heraus. Wie die Würmer, die sie sind. Banditen? Wieso sind die hier? Die Nora haben Ärger. Gerüchte fließen wie Blut. Ohne Krieger zum Schutz der Grenze schlüpfen blutdurstige Krieger einfach hinein. Mein Partner und ich folgten den Kerlen seit Tagen. Guter Fährtenleser, aber er zog ohne mich los. Dabei hatten wir darüber geredet. Doch ich verstehe ihn. Warte zu lange und es juckt dich nach Pfeil und Bogen. Wie wär's, wollen wir uns zusammentun? Sie umlegen? Erstmal nachfragen. Ich kenne dich nicht. Und ich habe keinen Grund, dir zu trauen. Vertrauen ist eine seltene Sache, nicht wahr? Ich bin nur ein Reisender. Mit einem Bogen, Angst um die Lage dieses Landes und einem fehlenden Partner. Ich glaube nicht, dass du nur irgendwas bist. Lass es mich anders sagen. Bist du ein Bandit? Natürlich nicht. Dann hast du nichts von mir zu befürchten. Ja, sagen wir mal in Ordnung. Jemand muss verhindern, dass die anderen wehtun. Und das werden wir. Wir halten sie von allem ab. Außer von Todesschreien. Geh du ruhig voraus. Ich bin schon gespannt zu sehen, was du drauf hast. Banditenlager geräumt. Erstes Banditenlager geräumt. Okay, hilft uns jetzt tatsächlich? Das wäre natürlich ganz cool. Aber das damit ist der haben Alarm. Wir. Lass sie Alarm schlagen, dann kommen noch mehr. Wie ein Geschenk. Was ist der Alarm? Und wenn das deinem Heldenmut noch nicht reicht, sind da noch die Gefangenen. Ach so. Haben wir das nicht schon? Rede mit Neil? Fühlt sich gut an, was? Halte es noch einen Atemzug lang fest. Ach, der hätte uns vielleicht geholfen, wenn wir das vorher gemacht hätten. Ach, hab deinen Partner nicht gefunden. Er ist tot. Überrascht mich nicht. Er wurde schon übermütig, als wir das letzte Banditenlager niedermähten. Ich dachte, er und ich wären uns einig. Genieße das Töten nur so sehr wie die Herausforderung. Kein großer Verlust. Ich werde mit allem in der Wildnis fertig. Nur ich und die Stimme der Wut hier. Dein Bogen hat einen Namen? Deiner nicht. Du bist nicht nur ein Reisender. Die Rüstung ist maßgefertigt. Und wie du den Bogen hältst. Ich sagte, ein besorgter Reisender. Ich war Soldat. Aber ich war länger Soldat, als der Krieg dauerte, wenn du verstehst. Wo immer ein Pfeil zwischen Rüstung und Haut dringt. Da ist mein Platz. Also schaffe ich mir Gelegenheit. Dann fühle ich mich zu Hause. Hast du schon mal drüber nachgedacht, Maschinen zu jagen? Na, da fehlt dieser Ausdruck in den Augen. Haben Banditen dir ein Leid angetan? Uns allen. Sie leben ein mieses Leben, also können sie auch so sterben. Du jagst sie also, um anderen zu helfen? Nein, nein. Zum Spaß. Ich kann nicht mehr auf Kriege warten. Das Leben ist zu kurz und der Rausch des Todes zu stark. Töte ein Stammesmitglied und es gibt Vergeltung. Jage einen Eber und sie meckern über Fleischvergeudung. Aber Banditen? Die sind böse. Sie schlagen stets zurück. Und niemanden juckt's, wenn man sie tötet. Es ist für die gute Sache, das ist eine ungesunde Einstellung. Also das ist irgendwie schon ziemlich ungesund, würde ich mal sagen. Auch wenn es am Ende vielleicht gut ist, aber das ist ja nicht seine Intention. Ich weiß nicht, wer schlechter ist. Du oder sie? Wir stehen noch, sie nicht. Wir waren eindeutig besser. Ich habe das alleine gemacht. Okay. Wir sind hier fertig. Hier? Leider ja. Aber wir leben in einer Welt der Ruinen. Die locken Banditen an wie Wunden eine Infektion. Du lässt es nicht zur Infektion kommen, oder? Wir sehen uns sicher wieder. Vielleicht.
wenn's unumgänglich ist. Falls nächstes Mal hilfst du mir. Sehen wir es an unserem Werk. Da ist was Lilanes. Spezieller Typ, muss ich ja sagen. Also ein bisschen fragwürdig, ne? Was können wir da schon wieder nicht mitnehmen? Altes helles Arm. Das können wir auch nicht verkaufen. Was ist denn damit? Wo sind diese Sachen denn? Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. Das wird es. Da bin ich mir auch sicher. Aber wieso habe ich denn so viele Sachen, die ich nicht verkaufen kann? Oder warum finde ich die denn in meinem Inventar nicht mal? Bin ich zu blöd? Ich bin echt zu blöd, glaube ich. Oder gucke ich nicht richtig? Nehme ich mir nicht genug Zeit? Ich weiß es nicht. Aber... das muss doch... irgendwo muss das doch... das sind Modifikationen. Das muss doch dabei sein. Aber... gibt es hier noch irgendwie eine Seite 2 oder so? Sehe ich die nur nicht? Sortieren nach Seltenheit... Armbanduhr oder so. Schatzkisten, da ist das doch auch nicht da. Spezialobjekte, altes Gefäß, ja. U-Fly, eingesprungenes, abgenutztes Gefäß, das den Alten lieb und teuer war. Das ist das zweite, was wir davon gefunden haben. Fallen und Tränke. Aber irgendwo muss es das doch geben. Oder ist das, dass wir insgesamt halt 30 Rohstoffe haben und deswegen diese Armbanduhr nicht mitnehmen können? Müssten wir erst sozusagen irgendwie was von diesen Teilen so verkaufen. Vielleicht ist es das, dass wir gar nicht dieses Objekt schon haben, aber insgesamt eben einfach nur so eine kleine Tasche. Vielleicht kann man die irgendwann noch erweitern. Schauen wir mal, ob ich vielleicht einfach diese Sachen verkaufen kann und dann kann ich vielleicht Armbanduhren mitnehmen. Das muss ich einmal eben testen. So. Rohstoffe. Was verkaufen wir denn mal? Irgendwie verkaufen wir mal Fleisch, Objektherstellung, Geschäft. Gibt es hier irgendwas, wo wir nur... Schock, Eis, Raureif. Ich weiß gar nicht, was wir damit alles machen können, aber... ach, haben wir davon schon so viele, dass wir... das ist doch das Gleiche, ne? Verderbniskusswurzel. Ja, das ist genau das Gleiche. Da brauchen wir ja nicht zwei Slots von, sozusagen. Jetzt haben wir das verkauft. Kann ich jetzt einmal gucken, ob wir jetzt dieses Armbandding mitnehmen können? Upsi! Entschuldigung. Erst Armband, bevor wir wieder den Slot belegen mit irgendwas, was sonst eigentlich voll wäre. Lauf schneller, lauf schneller. Ach so, gedrückt halten. Altes, helles Armband. Ja, jetzt können wir das nehmen. Okay. Dann liegt es tatsächlich daran. Dann bin ich vielleicht nur ein bisschen zu blöd. Schockwachswurzeln. Ich weiß gar nicht, was wir mit diesen ganzen Wurzelsachen immer brauchen. Aber... das hält sich. Wenn wir was Neues jetzt bekommen, dann kann ich es nur aufheben, wenn wir was wegschmeißen von den Sachen, die wir haben. Was haben wir denn überhaupt für Aufgaben? Hier ist jetzt irgendwie Banditenlager Stufe 7. Wir hätten eigentlich theoretisch mal speichern können, aber können wir das hier auch? Was ist das? Ich glaube, wir speichern nochmal ganz kurz, vorsichtshalber, und dann laufen wir hin. Zu dahin, wo auch immer uns die nächste Question bringt. Eine Sucherin vor den Toren. Rede mit Maria. Eigentlich wollten wir doch Sona suchen, oder? Vielleicht schaue ich da gleich nochmal, ob wir die Quest besser aktivieren können und das woanders ist. So, bin ich, glaube ich, einen Umweg gelaufen. So, kurz speichern. Und dann... Quests. Haupt. Spuren der Kriegsherrin. Ich glaube, die Spuren der Kriegsherrin. Das war das. Auf Karte anzeigen. Wo ist denn das? Ja, ich glaube, das machen wir zuerst. Bevor wir dann weitergehen. Sie ist keine Ausgestoßene. Nee, bin ich nicht mehr. Was ist das? Heilpflanze? Ja.
Ich will so gerne dieses Spiel jetzt sofort zu Ende spielen. Eigentlich. Oh. Aber ich habe gar nicht mehr so viel Zeit. Nur noch ein paar Tage. Dann kommt tatsächlich Teil 2 davon raus. Den ich unbedingt sofort spielen muss. Und wahrscheinlich auch sehr lange am Stück. Oder je nachdem, wie es meine Zeit zulässt. Deswegen wird das hier dann leider in dem Moment ein bisschen hinten anstehen müssen. Da weiß ich noch nicht, zu wie viel ich dann so komme. Wahrscheinlich, wenn ich das hier, wenn überhaupt nebenbei, parallel, dann mit alle paar Tage mal so ein bisschen hochladen. Oder gegebenenfalls dann, wenn ich Teil 2 durchgespielt habe, dass ich das hier noch vollende. Das weiß ich aber noch nicht. Aber am 18., glaube ich, kommt das neue Spiel davon, was hoffentlich pünktlich ankommt. Und das muss ich dann auf jeden Fall sofort spielen. Das wird bestimmt richtig cool, auch wenn es sehr schade wäre, wenn ich die Story von diesem bis dahin nicht bis zum Ende kenne. Dann verstehe ich vielleicht auch gar nicht alles. Das wäre wirklich schade. Ja, ihr seht mich gar nicht. Irgendwie muss man doch auch diese Dinger überbrücken können. Ja, das wäre eigentlich ziemlich nice, wenn das ginge. Vielleicht können wir da nah genug ran. Mal sehen. Aber ich fürchte nicht. Ich glaube, das ist zu weit weg. Da hinten ist noch ein Wächter. Der mich vielleicht gleich sieht. Okay. Dann sehen die mich wohl. Dann kann ich auch normal laufen. So, was haben wir denn hier? Nehmen wir alles mit. Ich will einen größeren Beutel haben. Ich hoffe, wir kriegen noch einen größeren irgendwann. Ja, oder? Ach so, können wir hier irgendwas nicht mitnehmen? Warum nicht? So, sollte ich vielleicht Modifikationsobjekte, die schlecht sind, auch mal verkaufen. Können wir da ran, ja. Das hat ganz gut geklappt. Wir könnten die verkaufen oder wegschmeißen. Was haben wir denn da? War, glaube ich... Also alles, was vom Gleichen vielleicht wesentlich schlechter ist, könnte ich gegebenenfalls... 12 Scherben. Ja, ich glaube, wir nehmen das mal. 11 ist viel besser als das. Outfit-Gewebe, ja, das ist jetzt... leider voll. Da muss ich vielleicht auch nochmal drauf achten, wenn wir das nächste Mal verkaufen. Dass wir halt die coolen Sachen dann auch mitnehmen können, wenn wir unterwegs welche finden. Was ist das? Das ist ein neues Symbol. Ist das... Ach so, das ist das Symbol zum... Harz gewinnt Bahamas. Partiell beschädigt. Textdatenpunkt-Welt. Harz verkündet Sieg im Kampf um die Bahamas. Nassau, 22. Dezember 62. Also 2062. Nach wochenlangen Gefechten zwischen den Robotertruppen des von den USA unterstützten Harz-Unternehmens und denen des kolumbianischen Kollektivs TG Communications wurden die Inseln des früheren Staatenbundes der Bahamas offiziell von Harz akquiriert, wobei die positive Bestätigung der Übertragungsforderung noch aussteht. Das Interesse an den Bahamas, die durch die Wiederherstellung des Polareises und das damit verbundene Absinken des Meeresspiegels wieder aufgetaucht waren, wurde von den dortigen reichhaltigen Vorkommen an Argonit befeuert, einem Mineral, das für die chemische Entfernung wasserbasierter Schadstoffe benutzt wird. Harz, das bereits eine beeindruckende Roboterstreitmacht kommandiert, nahm die Unterstützung des privaten Militärunternehmens Great Lakes Combat Solutions aus Michigan in Anspruch, um
Produktionslagen von TG Communications einzunehmen. Das deutlich kleinere kolumbianische Unternehmen verteidigte seine Anlagen auf den Bahamas länger als erwartet, da es seinerseits Roboter-Leasing-Verträge mit dem indischen Militär abgeschlossen hatte, war aber schließlich angesichts der größeren und besser ausgerüsteten Akquisitionsstreitmacht zum Rückzug gezwungen. Harz hat Pläne für eine Holo-Übertragung eines gewaltigen Spektakels, das die explosivsten Roboter-Momente in Roboter-Konflikt präsentiert, angekündigt. Zum Zeitpunkt der Drucklegung stand das Datum der Ausstrahlung jedoch noch nicht fest. Das muss auf jeden Fall alt sein. Quasi unentdeckt. Wow, wir haben echt viel nicht entdeckt. Vermutlich vor der Zeit sozusagen, bevor die Maschinen böse geworden sind oder bevor da irgendwas schiefgegangen ist. Aber das kann ich nicht so richtig gut einschätzen. Und was haben wir hier noch? Altes Metallauge. Absolut kein Platz dafür. Ach, können wir auch nur ein Armband tragen? Wie doof. Das gibt 20. Verkauf gegen Metallscherben. Das können wir einfach nur verkaufen. Oh Gott. Ich dachte, wir können das dann stacken, dass wir davon halt auch so ein paar bekommen. Metallgefäß. Objektherstellung. Schock, das können wir mal vielleicht wegschmeißen. Zweimal Schock brauchen wir nicht. Was haben wir jetzt? Das alte schwarze Armband genommen. Aber wir wollten doch vielleicht besser was anderes. So, wie ist es denn jetzt? Hier haben wir jetzt von diesen Pflanzen alle nur noch eins jeweils, ne? Ach, wir schmeißen das auch mal weg. Ist vielleicht schade, weil wegen Essen und so, aber das würde ich lieber mitnehmen wollen. Dann ist das leider so. Jetzt müsste genau beides rot sein. Leider. Okay, aber wir wären, glaube ich, bald in der Nähe von Sona, die wir hoffentlich retten können. Mal schauen. Ich bin gespannt und ich hoffe, ihr seid es auch. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Also bis dahin. Ciao, ciao.